Hallo und herzlich willkommen zum Laufenden Decken Podcast, dem österreichischen Laufpodcast und dem offiziellen Podcast der Berglauf- und Trailrun-Weltmeisterschaft 2023 Innsbruck-Stube. So, einen viel längeren Namen hätten wir uns jetzt dann nicht mehr ausdenken können und irgendwann werden wir es auch abkürzen oder einfach ganz, ganz schnell sagen, dass ihr es in halber Geschwindigkeit anhören müsst, damit ihr es überhaupt versteht. Also, neben der Möglichkeit, uns auf Spotify, den Podcatcher eurer Wahl, bei Apple iTunes, auf Google Podcast, auf YouTube und wo auch immer ihr möchtet, uns zu hören, könnt ihr natürlich auch gerne auf unseren Social Media Kanälen uns folgen und uns auch zuschauen, beziehungsweise auch lustige Tanzvideos auf TikTok euch anschauen, weil das ist total super, wir sind begnadet. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite, die dankenswerterweise genauso heißt wie der Podcast, also relativ einfach zum Finden. Und dort findet ihr auch die Info, wie man uns Likes und Sterne und Bewertungen und Feedback und unterstützende Geldbeträge auf Patreon und Steady zum Beispiel zuschmeißen können. Das haben wir auch total gern und das ist cool. Weil, wenn ihr das tut, zum Beispiel auf Patreon und Steady und uns unterstützen, dann könnt ihr das Ganze auch werbefrei hören. Und zusätzlich gibt es sowas wie einen Discord-Channel, auf dem mittlerweile schon nette Diskussionen und Gespräche zustande kommen. Also jeder, der das schon Patreone oder Steady-Unterstützer ist und dort noch nicht ist, schaut dort rein. Und ja, auch hier alle Infos, Webseite. Dieses Mal ist der Flo leider nicht mit von der Runde, weil er wieder mal auf seinem Krankenstandspflege-Ultra ist. Also da ist er total vorn dabei. Wenn es da einmal ein Ranking gibt, das wird dann gesponsert wahrscheinlich von den Krankenkassen, dann wird er weit oben im Ranking sein. Aber dafür habe ich eine Wiederholungstäterin bei uns, die wir 2022 bei uns hatten, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, hilf mir mal, wann war denn das? Das war irgendwann im Frühjahr 22. Frühjahr 22 war es. Ja. Ich weiß, dass es vor dem Eiger war. Da haben wir vor dem Eiger geredet, dass ja. Das jetzt kommt. Februar. Ja. Na bitte, Februar 22 war es. Ja. Ich habe es jetzt da mittlerweile gefunden. Also in der Folge 134 im Februar 22 könnt ihr ihre Origin-Story hören und ihr habt sie jetzt auch schon gehört, also weil diese liebliche Stimme war jetzt nicht mein zweites Ich. Es ist die Esther Fellhofer. Grüß dich. Hallo, servus. Und ich würde mich auch gerne gleich direkt dort einsteigen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weil, wie gesagt, Kinder, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Folge 134, dann lernt ihr, wie man von nix und Laufen ist blöd zu hey, wie drunter man dumm innerhalb von ein paar Wochen kommt. Und von das ist eine total blöde Idee gewesen zu ich laufe ganz vorne mit innerhalb von auch sehr wenigen Jahren. Und im Februar 2022 hast du schon ein paar Dinge angeteasert, was denn so kommt 22 noch. Und auch der weitere Verlauf ist irgendwie sehr, sehr unglaublich. Also du hast gnadenlos dort weitergemacht, was beim Interview aufgehört hast. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, also ich muss sagen, genug Stoff, also was in dem letzten Jahr passiert ist, hat glaube ich genug Stoff wieder für 4 Folgen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen durch Zeit raffern schon fast, weil du bist 22 dann gleich bei Diversem wieder gestartet, weil ich habe jetzt da in die ITRA wie nennt man das, ITRAS Ranking Result-Liste hineingeschaut und es ist ja noch mehr drinnen wie 21. Ich glaube, es waren mehr, ja. Ja, angefangen mit dem Madeira Ultra im April, da hast du angefangen, das war so der erste 100er des Jahres und bist dort schon 7. Frau geworden. Mhm. Und dann ist es halt wieder ratzfatz gegangen, also zwischen Juni und September bist du, glaube ich, kein Wochenende daheim, gell?
Ja, wenige. Also Sommer, da ist ja der Laufkalender ist so ziemlich voll bei mir. Ja. Also wenn die Mama sagt, kommst du mal am Wochenende zum Grün vorbei, sagst du, ah, sorry, bin unterwegs. Du kannst mir auf einer Labestation besuchen kommen. Genau, das tun sie und wieder. Ja, das sehen sie leider selten. Es ist wirklich verwunderlich und vor allem es ist immer noch verwunderlich und das, ich bin fasziniert und irritiert, dass du so viel Rennen machst und auch wenn man sagt, es sind nicht alles die A-Wettkämpfe, also an der Zieleinlaufliste würde man jetzt nicht gleich wissen, was davon ein Fokusrennen war und was einfach nur mitgenommen ist, weil du bist halt dort und da geworden. Es irritiert und fasziniert mich wirklich. Aber ich gehe einfach mal ganz, ganz flott durch, so was, damit jeder weiß, was da so passiert ist. Und da können wir ja das eine oder andere rausnehmen. Das ist, du hast den Hochkönig gemacht, gewonnen, die 80er. Lavaredo mitgemacht, 120, Dritte. Traunsee wieder mal gewonnen. Montafon, die 50 Kilometer, Zweite. Eiger 250, da gibt es eine Folge, die haben wir schon gemacht mit Tom Wagner und dem Flo Krassel. Bist du im Gender-Ranking, weil es da wahrscheinlich männlich only mixed und weiblich only gegeben hat, ja. Schätze ich mal, ja. Hast gewonnen. Jetzt bin ich nur irritiert, dass du Gesamt-Dritte geworden bist. Ich dachte, Zweite seid ihr geworden. Ja, eben, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Ah, ich kann mir schon vorstellen, warum Dritte. Weil der Flo Krassel und der Tom Wagner Erster und Zweiter sind. Weil Itra komisch ist. Erzählt das als erste Zeit. Ich schaue jetzt da parallel und live mal nach und ich bin ziemlich sicher, ja, natürlich ist es genau so, dass die zwei sind Erster und Erster und deswegen bist du dann Dritte, weil es gibt keinen Zweiten. Also unser ganzes Team ist dann Dritter. Genau. Es gibt zwei Erste, drei Dritte und die zwei Dritten sind Sechster. Naja, weil ja zwei Erste und drei Dritte sind. Ja. Ja, das ergibt Sinn. Total. Total. auf alle Fälle eben dort auch Zweite waren im Team, dann hast da gedacht, zwei, drei Wochen müssen reichen, noch am 250er, machen wir einen 100er hinten drauf, damit nichts sein kann und hast den Cut 100, den 90er gewonnen. Gleich drauf, das wird jetzt wieder toll. Budvar Formosa heißt das Ding, in meiner Aussprache. Wahrscheinlich heißt es anders. In Italien. Ah, die Budvar, ja, genau. Skyrunning war das. Ja, 60 Kilometer. Mhm. Dann nochmal in Werfenweng, den Alpine Team Trail, den K50, hast du auch gemacht. Mhm. Der ist sich bei uns leider nicht ausgegangen, da wollten wir eigentlich hin. Aber dieses Jahr ist schon im Kalender eintragen. Das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das ist, empfohlen haben wir und geschafft haben wir es dann nicht, dass wir selber hinkommen. ja, und dann warst du auch noch bei der WM in Thailand. Genau. Also, das war eine lange Saison, also von April bis November, muss ich sagen. Ja, war dann schon zart. Dann fange ich ganz hinten an. War dann mal Pause? Winter jetzt, ja. Jetzt war Winterpause. Ja, aber hast du dann auch wirklich Pause gemacht einmal im, November, Dezember? Nein. Hast du mal gesagt, hast du nach der WM so drei Wochen lasst es mit dem Kraut? Nein, eigentlich nicht. Passt. Wie hast du so für mich gelaufen? Nein. Gut, das hätte mich jetzt auch gewundert. Irgendwie hätte mich jetzt gewundert. Das Einzige, was da drinnen fehlt, ist der TDS. Mario. Ja, leider. Der fehlt. Den haben wir nämlich angekündigt letztes Mal. Ja. How comes? Ja, ich bin die Woche davor, genau eine Woche vor dem Rennen, bin ich beim Downhill vom Brill, bin ich gestürzt und nachher haben wir da Schienbein geprellt oder halt, ja. Mhm. Es hat mir am Tag vor dem Rennen, nur beim Laufen, habe ich es nur gespürt und
ja, es war eigentlich, ich habe es gewusst, dass das nichts wird, aber ich habe es halt mal probiert. Und es haben dann die Schmerzen angefangen, nach 25 Kilometern habe ich es dann gespürt, so ganz schleichend halt. Und dann habe ich gedacht, das sind halt jetzt immer nur 120 Kilometer und es, besser wird es nicht. Nee. Ja. Ich habe halt dann aufgehört, dann bin ich umknackst auch noch. Dann hat man der linke Fuß noch wieder und der rechte und nachher. Ja, leider. Ist das nicht so, wenn man Taschen tragt? Wenn man es auf links und rechts verteilt, dann ist es wieder leichter? Naja. Also die Schmerzen haben sich gegenseitig nicht aufgehoben. Oh, schade eigentlich. Ja, nein, das war echt schade, das hat mir richtig weh da, aber er läuft mir nicht davon und dieses Jahr wird es eines der Highlights. Doch wieder, also du wirst es quasi noch einmal wissen jetzt da. Okay. Ja, das kann ich so nicht stehen lassen. Ja, ich habe beim letzten Mal ja schon gelernt, wenn du einmal an DNF hinlegst, kommst du definitiv wieder. Ja. Weil das war der zweite DNF dann quasi, überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Wien rundum und um. Also, naja, gut. Ja, das war dein DNF und dann, hast du es gewonnen. Oder nein, dann bist du durchgekommen und dann hast du es gewonnen. Ja. Das heißt, jetzt hast du den DDS DNF'd. Das heißt, dieses Jahr kommst du durch und nächstes Jahr gewinnst du. Ja. Ja. Ja? Genau. Passt. Gut, wir hätten das jetzt aufbauend. Jetzt hast du im Training ranklotzen. War nicht schriftlich. Heutzutage KI, dort automatisches Transkript, das geht schon. Überhaupt kein Thema. ChatGPT hilft. Ja. Ja, wobei der TDS ist ja eigentlich dir auf den Leib geschneidert, weil er ist halt nicht so das, vom Untergrund nicht so das Larifari-Rennen, wo du sagst, ja, wenn du von der Straße kommst, dann wirst du schon ganz gut performen, sondern da musst technisch schon auch was kennen. Also, ja, genau, es ist ja gar nicht so weit her, gut. Ja, genau deswegen möchte ich den auch unbedingt machen und eher als ein UTMB zum Beispiel. Ja. Also der reizt mir jetzt nicht so. Okay. Wenn der TDS einfach technisch ist und das liegt mir mehr. Es wundert mich, dass die da UTMB nicht reizt. Also gar nicht oder einfach nur nicht so? Nur nicht so. Also ich mache den schon 2024. Aber also wäre halt jetzt mal so ein Ziel. Aber ja, es ist einfach, TDS, glaube ich, ist so von der Strecke, weil ich kenne jetzt die ersten 37 Kilometer, die kenne ich ja jetzt schon. Ja. Die haben mir zwar jetzt noch nicht so gut gefallen, das war sehr viel Forststraße, aber... Wie geht denn das, der Anfang vom TDS? Wie ist der Anfang vom TDS? Ja, das erste Stück ist, glaube ich, da... Du laufst ja aus, schon nie raus. So, auf jeden Fall Forststraße und dann ist ein ganz langer Downhill, das ist also eine flache Forststraße. Also es war jetzt noch nicht so... Es war nicht technisch, absolut nicht. Ah, der startet in Chamonix, der startet in Courmayeur. Ja, genau. Ah, ja. Der startet mit gleich wieder CCC im Courmayeur und dann laufst du ja, warte mal. Die andere Richtung. Im Uhrzeigersinn. Alles andere läuft gegen im Uhrzeigersinn und zwar unten rum, wenn ich mich nicht täusche. Also Südseite. Also Süd. Ja. Du läufst nicht über die Schweiz, sondern du läufst unten rum quasi um das Massiv. Genau. Es wird spannend. Ja, da ist dann natürlich der Anfang ist natürlich eher, ich glaube, das Langweiligste vom ganzen Thema. Ja, ich hoffe, dass das dann das ist spannende wird. Das ist doch nicht mein Lauf. Na, der Flo Grasl hat ja auch gesagt, der ist schon gut anstrengend. Und er ist halt auch jemand, der sagt, es sollte schon gut anspruchsvoll sein, dann ist es eher sein Rennen und nicht so diese Canyon dahingebolze Geschichteln. Genau. Aber nicht den B, wie gesagt, anschauen möchte ich mir schon einmal. Aber das ist nicht oberste Priorität. UTMB oder Tour de Champs? UTMB.
UTMB schon. Ja, nein, aber wenn du dich entscheiden müsstest, UTMB oder Tour de Schon? Beides möchte ich mir machen. Eigentlich. Okay. Und es gibt ja auch diesen Swiss Peaks Iron. Eben Iron tut's du genug. Also, ja, nein, aber der wäre auch so von der Distanz UTMB, ja. Aber halt technischer. Also genau. Da, ja, aber gut, da geht er eh. Da geht er wahrscheinlich der, da gingen da die Ideen wahrscheinlich nicht so schnell aus. Ja. Und dann hast du ja dann letztes Jahr, weil TDS ist halt dann nicht so aufgegangen, aber dafür hast du dann den Eiger 250 zur Brust genommen, weil da haben wir ja auch schon kurz geredet drüber und der war ja dann wirklich eins der Highlights, glaube ich, auf das du hintrainiert hast. Ja. Wie ist es gegangen? Also ich habe es mitverfolgt die ganze Zeit und ich weiß auch vom Siegerteam, dass sie sich gedacht haben, sie fix, das sind aber schnell da hinten. da darf man jetzt nicht einkehren und einmal ein langes Mützchen machen. das haben wir gemerkt, ja, weil die sind immer bei der Verpflegungsstation, sind sie gerade aus, da sind wir reingegangen. Ja. Und da waren sie waren nicht lang dort. Also nicht so lang wie wir. Ja, das, also beide haben gesagt, sie haben gewusst, sie müssen schlafen. Und das ist auch gut, einer Schlaftaktik ist gut aufgegangen. Sie haben auch mit 10 Minuten geschlafen. Ja. Sie wollten ja zweimal schlafen. Ja, ja. Nur da haben sie nicht schlafen können mehr. Mhm, ja, da genau. Hat es nicht funktioniert. Wir wollten auch einmal schlafen. Okay, das heißt, ihr, wie war eure Race-Taktik quasi? Eine Taktik haben wir überhaupt keine gehabt. Oder welcher Plan? Also der Plan war ursprünglich, also ich habe mir gesagt, laufen wir durch. Dann habe ich gesagt, nein, wir müssen schlafen. Dann haben wir das einmal so ausgerechnet, ja, ich glaube, wir müssen wirklich schlafen, das geht sich nicht ganz aus. Dann haben wir ausgemacht, ja, vierte Station, da tun wir uns Zahnbürstel, da tun wir uns alles ins Dropbag und da wird einmal geschlafen. Aber 10 Minuten, nicht länger, aber da wird einmal wieder frisch gemacht und das ist unsere Station, wo wir dann, ja, wir haben damit gerechnet eigentlich, dass das in der Nacht sein wird, ungefähr. Ist aber dann nicht gewesen. Und sonst haben wir eigentlich nicht wirklich eine Taktik gehabt. Wir haben gesagt, wir laufen, wir wollen eigentlich nur ins Ziel kommen. Das ist jetzt, ja, wir schauen mal. Irgendwie, ja. Und dann, es ist total gut gegangen. Also wir haben den ersten Teil ein bisschen unterschätzt, weil der erste Teil ist, das waren ja knappe 60 Kilometer. Ja. Ohne Verpflegungsstation. Ich meine, einmal war dazwischen so eine Station, aber jetzt ohne Dropback. Also wo du wirklich was abgeben hast können, war erst nach 60 Kilometer und mit 5.000 Höhenmeter oder noch mehr, knapp bis 6.000 Höhenmeter, glaube ich. Jetzt war das schon so, und da haben wir sehr lang gebraucht natürlich und es war extrem heiß. Und jetzt, das haben, glaube ich, viele unterschätzt auch. Dass man sich da vielleicht ins erste Dropback schon ein bisschen was reintun sollte. Ja. Was zum Wechseln, was zum Essen, was Gescheites. Und wir haben nur gesagt, ah, da brauchen wir ja noch nichts. Das ist ja gleich meine erste Station, da brauchen wir überhaupt nichts. Da tun wir uns einen Riegel rein und gut ist. Also das haben wirklich viel unterschätzt. Und so ist es uns auch gegangen, aber wo wir dann bei der ersten waren, ob da ist dann eigentlich wieder, da ist dann besser geworden. Und es war dann auch der Abstand kürzer zu den nächsten Verpflegungsstationen. Und in der Nacht war es angenehm kühl. Von dem her, da ist dann um einiges besser gewesen. Aber so unter Tags hat es ja, glaube ich, 35 Grad fast gehabt oder so. Ja, na, das also hat man, glaube ich, von alle, also von, egal, ob man jetzt da sagt, von denen, die gewonnen haben, von euch, die Zweiter waren, bis hin zu Leuten, die nachher ausgestiegen sind, haben alle gesagt, also das Wetter tagsüber war schon brutal. Das war echt brutal. Ja. Und damit hat, also das hat sich auch keiner, also der hat keiner damit gerechnet oder kalkuliert. Nein.
das, ja, wir haben schon gewusst, ja, es war die Tage davor auch schon relativ warm. Aber dass das dann, ja, es ist gut gegangen, weil sie sehr viel Brunnen, sie haben wirklich viel Brunnen, viel Bache und Ding, wo man sich wieder was auffüllen kann. Es hat nur einmal eine sehr lange Passage gegeben, ohne einen einzigen Brunnen. Und da wären wir wirklich fast verduscht. Also auch genau das, diesen Satz habe ich von den anderen beiden schon gehört. Das war irgendwo im Süden nachher von der Strecke, bei der Hälfte ungefähr, wo es nachher irgendwo von irgendeiner Hütte das Kraut noch irgendwie erreicht haben. Ja. Wir haben die Leute gefragt, gibt es da irgendwo ein Wasser? Nein, da ist überhaupt nichts. Wir haben nichts mehr gehabt. Und es war einfach die nächste Verpflegungsstation so weit weg. Ich habe gesagt, es muss jetzt doch irgendwo mal was kommen, weil wir haben jetzt. Es war davor wirklich ständig irgendwo ein Brunnen. Ständig. Also ich habe gesagt, so viel Wasser, wie die da haben, das gibt es ja gar nicht. Und dann war einfach nichts. Ja. Und dann ist diese Hütte gekommen und wir sind eine und wir brauchen was zum Trinken, gleich mal ordentlich was besorgt. Und dann sagt der Besitzer dort, ihr seid auch von dem Lauf. Hat er gesagt, irgendwie so, ja, das andere Team war auch gerade da. Die haben genauso ausgeschaut. Also der Tom und der Flo. Ja, ich glaube, aber und ihr habt ja noch einen Vorteil gehabt, das hat die quasi die Frontrunner von der ganzen Geschichte, haben wir den Vorteil gehabt, dass sie nicht so lang unterwegs waren vom letzten dorthin. Und ihr seid beide zu einer Zeit hinkommen, wo offen war. Stimmt. Also wenn du langsamer bist und dann hat die Hütten zu, dann ist halt Essig. Ja. Also das ist, wenn man da mitmacht, sollte man schon besser einen halben Liter mehr mithaben, glaube ich. Auf Spati und ich brauche ihn lieber nicht, weil der halbe Kilo ist vielleicht doof und kostet mir ein paar Minuten, aber ohne Wasser und Trockenlaufen kostet mir vielleicht das ganze Rennen. Ja. Also das ist man, die dann in der Luft laufen, wo die Hütten zu hat, die haben vielleicht eine kühlere Temperatur, eine angenehmere. Möglich, ja. Aber trotzdem. Also aber, das war zart, da war es echt einmal kurz, war so ein bisschen ein Tief bei allen. Aber es war ja immer irgendwie ein Rennen. Also es hat ganz lang ausgeschaut, wie wenn sich die ersten 3-4 Teams durchaus einen Wettkampf liefern, nennen wir es mal. Okay, von denen hinter uns, da habe ich nichts mitgekriegt. Gar nicht so weit weg. Okay. Und man hat das verfolgt und hat gedacht so, aha, zuerst einmal der und der, dann ist wieder mal GPS alles ausgefallen und auf der Karte, so wie immer beim Mitverfolgen. Aber haben wir uns gedacht, ja. War es irgendwann einmal ein Gefühl von einem Wettkampf? Also ist es irgendwann einmal bei so einer langen Strecke irgendwann einmal so dieses Racing-Gefühl oder ist es einfach nur, wir sind jetzt im Team und wir wollen durchkommen und das so gut wie irgendwie möglich? Nein, das war es eigentlich. Also wir haben nie den Wettkampfgedanken gehabt. Mhm. Wir haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir das irgendwie schaffen. Keiner ist uns jemals so weit gelaufen. Ja. Keiner hat die Erfahrung, dass er 55 Stunden durchläuft. Ich meine, das war ja grundsätzlich nicht der Plan, aber ja, dass das halt... Das war jetzt nicht, wir wollten eigentlich als Team zu dritt dann wieder in Grindelwald stehen und das gemeinsam schaffen. Ist es als zu dritt jetzt da versus zu zweit? Also du weißt das jetzt wahrscheinlich nicht, weil du das nur zu dritt gemacht hast bis jetzt da. Aber wenn du es jetzt einschätzt, zu zweit ist das Risiko höher, dass du aussteigen musst, wenn einer aussteigt. Weil allein darfst du nicht weitermachen. Ja. Wenn du zu dritt bist, ist aber die Gefahr höher, dass einem nicht gut geht und dann einfach die anderen zwei warten. Ja. Eher zu zweit oder eher zu dritt? Boah, schwierig. Ich kann es nicht sagen, ich sage, zu zweit habe ich jetzt keine Erfahrung. Aber ich glaube schon, dass es zu dritt schwieriger ist. Man hat zwei, auf die man Rücksicht nehmen muss oder auf die man schauen muss auch. Ja.
es müssen halt die drei dann auch wirklich gut zusammenstimmen, auch vom Tempo und so und von der. Ja. Aber ja. Ja, stimmt, ja. Das ist auch nochmal. Aber andererseits, ja, wenn einer aussteigt, kannst du weitermachen, wenn's. Ja. Wenn es den anderen zwar gut geht. Ja, ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Es war nicht schlecht, so wie wir es gemacht haben. Mhm. Ja, und ihr seid ja auch. Es hat echt so gut gepasst. Und ihr seid so zu dritt durchgekommen. Also, und vor allem, ihr habt da eine sehr, als Beobachterseite, ein sehr konstantes Rennen gemacht. Also, es war jetzt nicht so, dass man irgendwo gesagt hat, die waren super unterwegs, da haben sie es übernommen und jetzt da brechen sie ein und jetzt da gängen sie nur mehr oder machen einmal 2 Stunden Pause oder irgendwas in die Richtung, sondern ihr seid ja eigentlich gescheit durchmarschiert da. Ja, wir haben es eigentlich, ich meine, die Pausen sind schon hinter, sind es länger geworden, das sicher. Aber nein, wir haben jetzt eigentlich, wir haben dann den Plan verworfen mit dem Schlafen. Das war dann einfach nicht notwendig. Also, hast du jetzt gar nicht geschlafen? Nein, wir haben nicht geschlafen. Okay. Also. Wir wollten wirklich da Station 4 und haben gesagt, dann waren wir dort. Und ja, dann haben wir gesagt, na eigentlich, nein, jetzt, warum sollten wir uns jetzt niederlegen? Es ist jetzt 5 Uhr Nachmittag. Es ist uns gut gegangen, wir waren motiviert. Es ist natürlich auch, wenn du am zweiten Platz bist, psychisch da, ja, wenn wir uns jetzt niederlegen, verlieren wir vielleicht unseren zweiten Platz. Mhm. Ja, aber gerade zu dritt denkt man, dass da nicht einer irgendwann einmal sagt, Leute, ich sehe schon. Na, ihr seid nicht mehr zu zweit, sondern zu siebter vor mir und ihr tanzt Cha-Cha-Cha. Ganz ehrlich, ich muss mich mal kurz auf die Seiten legen, das geht sich nicht mehr aus. Mich wundert, dass das nicht so irgendwie irgendwann einmal durchkommt. Ja, das war dann schon einmal, ich glaube, bei der 5. Station. Da haben wir dann gesagt, da haben sie dann eben, da haben sie gesagt, jetzt sitzt weil sie legen sie jetzt nieder. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt hinlege, ich komme nicht mehr auf. Ich weiß genau, ich verstehe es nicht mehr auf. Also vom Schlafen, also vom Ermüdungsgrad oder von den Füßen? Ermüdungsgrad, glaube ich. Okay. Also ich habe gesagt, wenn ich tue das nicht. Ich habe mich auch nie niedergesetzt. Mhm. Ich habe bei den Stationen halt einfach immer im Stehen gegessen. Weil man denkt so, wenn ich mir jetzt hinsitze, dann werde ich müde. Und dann mag ich nicht mehr. Mhm. Und dann, ich habe mich dann nur bei den letzten 2 Stationen habe ich dann nochmal hingesetzt, weil, ja, man dachte irgendwie so, ein Teller Nudeln essen im Stehen ist jetzt irgendwie auch nicht so nett. Und dann, da habe ich mich dann hingesetzt. Aber ich habe gesagt, nein, niederlegen tue ich mich ganz sicher nicht mehr. Jetzt, weil sonst, da war es dann einfach schon, da waren wir schon bei, ja, ich glaube, über 40 Stunden halt sicher. Ja. Und habe ich gesagt, nein, ich tue es nicht. Und dann waren wir dort bei der Station und eben der Fritz und der Max haben nur gesagt, sie legen sie jetzt hin und haben sie aber dann auch nicht da. Ja. Und wir dann dort waren, dann haben wir gegessen und irgendwie war es so, jetzt sind wir eigentlich eh fit und ja, laufen wir weiter. Schauen wir, dass wir das jetzt fertig machen, weil, ja. Wundert mich, finde ich auch sehr spannend, dass man wirklich dann die 55 Stunden einfach so auf die Füße bleibt. Also, einfach so. Uns hat es auch gewundert. Also, ja. Man muss sagen, wir haben halb tot ausgeschaut im Ziel. Also, ganz kleine Augen, wir haben nichts mehr gesehen, eigentlich. So ganz klein und rot und sind so herumgewankt. Ja, aber es hat Richtung Ziel gewankt, das reicht. Ja, ja, also im Ziel sind wir dann herumgewankt. Also, so, man sieht es ja auf die Videos, dass das, also, ja, sehr lustig schon ist. Ja, The Walking Dead, man weiß, wo die Staffeln draht werden. Im Ziel von Ultras. Also, das war echt da, boah. Und das ist ja auch mit Abstand dein längster Wettkampf gewesen. Ja. Würdest du aber nochmal machen? Definitiv. Ja. Also, das haben wir schon gesagt. So lang, so spaßig. Das war echt cool. Wir haben zwar nichts miteinander geredet, aber trotzdem war's cool. Wir haben eigentlich ja wirklich die ganze Zeit uns mehr oder weniger angeschwiegen. 55 Stunden. Du, wenn's passt. Jeder ist so konzentriert und, ja. Du, wenn's passt, und dann ist es wahrscheinlich eh auch nicht schlecht. Dann kann man sie zumindest geplappermäßig auch nicht am Nerv gehen. wenn keiner was sagt. Nein, ich meine, dass wir jetzt gar nichts geredet haben, das stimmt nicht. Aber ich meine jetzt wirklich wenig für das, dass,
55 Stunden werden. Schöner Austausch unterwegs. Und dir passt. Schönes geht. Gespräch. Kommen wir weiter. 4 Stunden später sind wir wieder. Ja, ganz genau so. Großartig. Jetzt, wenn ich hier's, geht schon. Bei dir so, passt. Lauft. Ja, genau. Der Muskel, jetzt zieht es da ein bisschen. Okay, einmal langsamer, passt. Ja. Also wenn man einen Spaß hat dabei und eine Gaude hat, dann glaube ich, ist miteinander quatschen gut und hilfreich und motivierend. Wenn man irgendwann einmal so oder zumindest eine Person davon so in die Suderei einfällt, ich glaube, das kann auch der ganzen Gruppen quasi dann den Soft ziehen. Ja, das wäre mir mal fast passiert. Da habe ich mich dann sehr zusammenreißen müssen. Habe ich ein bisschen fluchen müssen. Da habe ich gerade, war ich so in meinem Tief. Da habe ich dann mal ziemlich geflucht. Und ja, ich habe mich wieder eingekriegt. Naja, es hat eigentlich nur ein Essen gebraucht. Um dieses ja. Wir waren da bei der Labstation, dann habe ich was zum Essen gekriegt und was zum Trinken. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja. Das hilft lustigerweise sehr oft, das muss nicht einmal ein Ultra sein, das kann auch einfach ein langer Vormittag sein. Ja. Also Essen hilft dann. Genau. Aber sonst haben wir uns da wirklich, eigentlich, noch hat es nichts gegeben. Nein. Sehr, sehr, sehr cool und spannend und vor allem auch witzig, dass es, dass wenn man sich jetzt da das anhört und die Folge mit dem Flo und dem Tom, den wir sicher auch verlinken, wie unterschiedlich quasi das Rennen worden ist oder angegangen worden ist, mit ein paar gleiche Dinge wie diese eine Hitten, mit hey, es gibt kein Wasser. Ja, die werden das nicht mehr vergessen, glaube ich. Das war der Lebensretter. Er hat den Umsatz seines Lebens gemacht. Ja, wobei bei dem Lauf vorsorglich, glaube ich, am Anfang dabei ist, hey, du musst so und so viel Bargeld mit haben. Just in case quasi. Was in dem Fall eine gute Idee ist. Die war sehr gut. Nein, wir haben auch wirklich auf viel Hitten uns was zum Trinken bestellt. Ja. Haben wir echt, und wir haben gesagt, bei jeder Hitten gemeine und kaufen sie was zum Trinken. Ja, ja. Nein, ich glaube, das ist das Um und Auf, dass die da nur gescheit und gut versorgt. Die hinten, glaube ich, eine Cola und das haben wir gebraucht. Ja, das ist, glaube ich, für jeden, der so lange unterwegs war, nachvollziehbar. So, da ist er hinten, passt, eine da. Ja, und dann hast du, also ich finde ja insofern das lustig, weil, wenn man sich den Juli anschaut, ich gehe jetzt nur eineinhalb Wochen zurück. stimmt nicht. Ich gehe 2,5 Wochen zurück. Da war der Lavaredo. Das war am 24. Juni. Und ich bin vorher so durchgegangen, was da alles war. 24. Juni, 121 Kilometer, 6000 Höhenmeter. 2. Juli, das ist dann eine Woche später, 60 mit 4.500. Am 9.7., das ist wieder eine Woche später, 50 mit 4.000. Und 4 Tage später, nicht einmal eine Woche später, 250. Man kennt sie jetzt schon fragen, was genau, wie genau machst du deine Rennplanung? Und also, ich glaube, ich habe nur so 5 Rennen oder so, die wirklich geplant sind und der Rest ist einfach spontan, wie es meine Haxen geht, wie es mich gefreut, wenn ich mir denke, mal das Wochenende, habe ich nichts vor und fühlt sich gut an, ich glaube, ich kann halt irgendwo mitlaufen, dann tue ich das. Also das ist passiert eigentlich alles relativ spontan. Und das heißt, du bist die klassische Nachmelderin, die so einen Tag vorher sagt, passt, mach mal. Das habe ich bei einigen Rennen gemacht, ja. Kann ich mich noch umhalten? Geht das noch? Ja, das kriegen wir schon hin. Also, ganz klassische Nachmelderin.
Zuerst noch ein bisschen schauen, ja, wie wird's grundsätzlich, wie wird einmal wieder, ja, das passt. Und dann ziehe ich es mal so in Erwägung, naja, schauen wir mal, wie die Regeneration läuft, und wenn es mir dann so Mittwoch, Donnerstag gut geht, dann, ah ja. Ja, perfekt, dann muss ich die Leute vom Kut auch gleich direkt sagen, sie dürfen auf keinen Fall vorher die Anmeldung zumachen, weil es kann sein, dass du einen Tag vorher noch sagst, da kann ich mitmachen. Ja, der Kut ist leider genau Chamonix-Wochenende. Nein, das ist eine Woche davor. Ja, halt eine Woche davor. Ja, ja. Bitte, eine Woche davor. Ja, aber möchtest du jetzt sagen, ja, machst du halt am Samstag, machst du halt einen Kut, und am Montag ist halt der DDS, dann ist ja wurscht. Zwei Tage, das reicht, oder? Wenn ich mir anschaue, den Montafon total und den Eiger 250, also. Das, ja, Montafon, das war so, da waren wir auf der Durchreise und irgendwie haben wir gesagt, man, da fahren wir, in Vorarlberg ist ja ein netter Lauf am Wochenende, und wir sind da, waren gerade, ja, auf Anreise zum Eiger, und dann sind wir stehen geblieben und haben nur zwei nette Tage im Montafon verbracht und sind halt dort mitgelaufen. Weil das Warm-up für den Eiger. Ja, eben drum. Also ich glaube es erst, wenn es nicht passiert. Nein, da bin ich schon dort in Frankreich. Ah, okay. Das heißt, du fährst. Das geht leider nicht. Das heißt, du fährst wann fährst du dorthin? Also wie lange planst du? Ja, Samstag meistens. Das ist relativ knapp vorm Rennen, weil meins ist ja schon am Montag. Der TDS startet sehr früh, gell? Ja. Da startet nur der, wie heißt der, PTL. Noch früher, glaube ich, oder? Ja, genau, der ist früher, und wir sind dann geschnacht. Genau, 28. August ist der TDS, und ich glaube, der PTL ist am 27. vielleicht? Oder ist der am 8.? Der Start ist um Mitternacht, da schreiben sie dann, glaube ich, am Dienstag als Startdatum, aber es ist die Nacht vom Montag auf Dienstag. Ja. Genau. Ja, deswegen eh relativ kurz vorm Rennen, aber das hat eigentlich gut gepasst, das hat letztes Jahr gut gepasst. Und die restliche Woche ist dann quasi dort Leute anfeiern, Fiers ins Sand stecken oder. Support machen beim UTMB, weil der Max läuft dort mit. Ah, sehr das gut, heißt, sehr gut. Er das macht anstrengend. Support bei mir und ich bei ihm. Ja, das ist vorbei. UTMB-Support machen ist durchaus anstrengend, sage ich. Ja. Und eine lange Nacht. Und ja, Tag. Ja. Und es sind viel Bergstraßen zum Fahren. Ja. Ja. Nein, ich freue mich schon drauf. Durch dich. Was anderes ist von anderen Seiten sehen. Ist aber super geil. Also, ja. Ich kann das supporten, jedem nur ans Herz legen. Da sieht man das Ganze auch von einer ganz anderen Seite. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich bin das Jahr wieder da. Wieder beim CCC. Cool. Ja, mal schauen, wie es das mal geht. Vielleicht sehen wir uns ja in Frankenreich. Ja. Ich bin der allerdings, wenn du laufst, der ist am Freitag. Ja, da bin ich gut. Ja, genau. Am Supporten. UTMB startet ja am Abend erst. Genau. Der CCC startet um 9 in der Früh. Stimmt. Und der UTMB startet um 6 auf die Nacht. Und im Endeffekt, wie ich es das letzte Mal gemacht habe, bin ich selber den CCC gelaufen, bin ins Ziel gekommen, habe mich eine Stunde hingelegt, glaube ich, und bin dann auf die andere Seite umgefahren zum Supporten. Oh. Weil du hast, am Anfang hast du auch nicht viel zum Supporten. Weil du hast nicht viel Möglichkeiten. Du hast genau eine Station, wo du hin darfst. Das ist auf, ich glaube, die dritte Labestation. Und dann ab Courmayeur, auf der Nordseite quasi, du darfst relativ häufig hin. Okay. Aber du darfst unten nur bei Contamin, glaube ich. Ist, glaube ich, die einzige Station, und die kannst nicht mit dem Auto erreichen, soweit ich das mitgekriegt habe. Sondern sie laufen, oder wie? Soweit ich das mitgekriegt habe, wenn ich mich nicht täusche, hat der Michael Arendt hat das erzählt, die haben sie E-Bikes ausgepackt und sind hingefahren. Okay. Irgendwas in die Richtung. Also da würde ich mich vorher schlau machen, wie du hinkommen kannst. Das ist, die Südseite ist da ein bisschen komisch. Ah ja. Aber sonst, wie gesagt, zum Supporten ziemlich cool und wie gesagt, jedem zu empfehlen. Und
Aus dem, was du jetzt erzählt hast, letztes Mal darüber geredet, dass du nicht strukturierst, mit Trainer und so weiter trainierst, und soweit ist es auch nicht, hat sich das genau gar nicht geändert. Richtig. Du machst einfach genau das, was du gerade lustig bist. Genau. Und wenn du ausradeln gehst, dann gehst du einmal 24 Stunden Spinning machen. Nein. Ich habe nicht allein 24 Stunden, bin nicht allein 24 Stunden umgesessen. Ich bin 11 Stunden gesessen. Wir haben uns ja, wir haben uns ja da angetauscht. Wir waren ja ein Team. Viel besser. 11 Stunden ist super. Das ist quasi im Vorbeigehen. Ja, die Nacht ist ja mal, wenn braucht, der die Nacht durchfährt. Mhm. Ja, ich habe mich dann bereit erklärt. Aber das erste und das letzte Mal. Also das glaube ich nicht, dass ich noch einmal mache. Weil auf dem Radl sitzt, so lang sitzen blöd ist? Oder? Ja, weil oder weil es langweilig ist? Drin. Ich meine, ich finde Radlfahren grundsätzlich schon mal nicht so cool. Also ich weiß nicht, okay. Das macht mir jetzt nicht so Spaß. Und dann nur Indoor. Also du schaust alle die gleiche Wand an, schaust auf die gleiche Leinwand, siehst du den gleichen Film. Ja. Nein, das war ganz cool. Das war einmal war es in der Ultra Trail, wo sie halt einen Film gesagt haben. Das war eh ganz cool. Und dann waren halt Radlrennen, Triathlon und ja. Und dann Triathlon? Das heißt, die haben euch gefoltert auch? Zu bezeichnen. Aber, Triathlon zuschauen, na pfui. Ja, und das hat sich dann wiederholt. So im Stunden oder zwei Stunden. Ich weiß, also immer der gleiche Film, den sie gespielt haben. Das ist bitter. Das und ist bitter. Ich habe halt dann schon jeden Läufer kennt und jetzt Interview und jetzt, wow. Und ja, die Musik war jetzt, ist auch nicht so toll, aber ich habe meine eigene gehabt. Und ja, irgendwie ist die Nacht schon, umgegangen. Aber es war jetzt einfach nicht das. Finde ich spannend, weil wenn man mir sagt, Indoor- oder Outdoor-Radeln, sagen immer alle, Outdoor-Radeln, super. Und ich denke mir, nein, da ist windig. machen wir mal lieber drinnen. Und dann irgendwie, gib mir irgendeine Live-Coverage von irgendeinem Ultra-Trail, wo ich mitschauen kann und das Ganze, also wo die halt wirklich live ist und nicht irgendein Zusammenschnitt. Oder, das ist ja cool. Das ist super. Da kannst du zuschauen. Oh, also, ja, das wäre jetzt, im Februar habe ich mal, was war das? Transgran Canaria. Ja, war super. Ich bin den ganzen Tag vor dem blöden Fernseher oder Rechner gesessen oder am Rad gesessen, habe mitgeschaut. Also, da vergeht nachher die Zeit und da ist Radlfahren halt schon nett. Weil Indoor laufen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das gut ist. Nein, das mache ich auch nicht. dafür, aber du hast schon was über für repetitive Dinge, wenn ich mich so erinnere, weil man kann ja zwischenzeitlich auch mal den Söhnberg Everesten. Ja, das ist überhaupt ganz was Geniales. Ja, aber das ist ja auch immer dasselbe. Das müssen wir nochmal machen. Und du hast ja einen Haus- und Hofberg, den du 120 Mal im Jahr aufgurkst. Ja. Warum dieser Berg? Was ist das für ein Berg? Und sollte es jeder mal machen dort? Auf jeden Fall. Also es ist sehr empfehlenswert. Das ist die Möselalm. Die Möselalm, ich weiß nicht, warum man die eigentlich so taugt, aber die hat einfach alles. Die hat technische Trails. Du kannst die entscheiden. Ich meine, da gibt es es gibt einige Wege auf. Und du hast alles dabei, du kannst auch die Vorstraße auflaufen, wenn du die Vorstraße laufen möchtest. Oder was im Winter ganz, ganz praktisch ist. Aber technisch und einfach ja, kurz und knackig. Und das, ja, das geht einfach schnell mal, das geht vor der Arbeit, das ist, ja. Gib uns die Rahmenbedingungen, also wenn man von unten weg dort aufläuft und wieder zurück habe. Wie hoch, wie weit? 600 Höhenmeter sind es und gerade 3 Kilometer. 3, ja. Oh, das ist gut steil. Wobei eigentlich, also die Höhenmeter, der erste Kilometer ist flach, mehr oder weniger. Also die eigentlich sind es nur 2 Kilometer, der erste Kilometer ist gerade zum Einstieg. Okay. Und dann geht es 2 Kilometer, fast 600 Höhenmeter einfach
geradeauf. Also er ist eigentlich ziemlich steil, ja, und technisch, also ja, Downhill taugt mir voll. Und ja. Ja, irgendwie hab ich... Okay, ja, jetzt hast du mich, weil das ist nämlich ungefähr die gleiche Höhe zu Distanzverhältnis wie der Biesenberg. Es ist ein Kilometer mit 200 Höhenmeter. Geradeauf. Du kannst das auch außen herumlaufen, sogar eine asphaltierte Straße, wenn du magst, oder hinten entlang. Ja, und ja. Es gibt, ich habe es mal ausgeschaut, du kannst mindestens 50 Kilometer dort auf wie oben laufen, ohne einen Weg doppelt. Boah. Also so viel Auf- und Abstiege gibt es dort. Und ja, keiner hat mehr wie 200 Höhenmeter. Da gibt es auch so viel, da kannst du ja von hinten, von der Witschin auch, kannst du auch auf. Also da gibt es echt so viel Weg. Und weil ich habe halt meinen Lieblingsweg, eigentlich laufe ich immer den gleichen. Immer. Und jetzt habe ich aber, jetzt bin ich drauf gekommen, dass die anderen auch gar nicht so schlecht sind. Jetzt habe ich was Neues ausprobiert und habe Le 4 gemacht. Naja, du hast ja da den großen Vorteil, weil wenn ich das jetzt richtig habe, ist die Möselalm nicht besonders hoch. Das heißt, du kannst das wahrscheinlich auch im Winter jederzeit dort auflaufen. Ja. Also den Winter sowieso. Das ja, aber auch grundsätzlich. Aber rundherum kannst du noch viel, viel weiter rauflaufen. Also du hast sowieso. Links und rechts geht es halt weiter auf, weil ich meine, im Wiener Umland ist dort, wo ich gesagt habe, oben ist oben. Da geht es nicht ganz mehr weiter auf. Aber du kannst ja von dort ja, glaube ich, hast du ja da irgendwie 2000er auch gleich. Ums Eck. Ja, knapp, ja. Die Säuf, glaube ich, ist noch, ja, oder die ist einmal bei 1,8, 1,9. Ja, sowas. Auf jeden Fall, ja. 2000. Ja. Na, da hast du halt schon. Da brauche ich ja Skipisten, dass ich auflaufen kann. Okay. Mit oder ohne Ski? Nein, ohne. Also, du bist keine, die im Winter dann Skitouren geht? Nein, ich kann nicht Skifahren. Naja, aber zum Aufi. So, ja, Aufi, ja, dann stehe ich oben und nachher. Dann kannst du die Ski auch wieder tragen. Also. Oh, du lässt die Föhl drauf und machst das Gleiche wieder bergab. Ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht. Die erste, die mit Skitouren bergab quasi mit Föhl geht. Weil ich kann nicht Skifahren. Das wäre spannend. Ja, das, nein, ich habe es einmal probiert, aber das ist nicht meins. Nein, ich habe es dann probiert, auf der Piste dann nachgefahren, aber das ist, ich fahre dann so im Flur, gebe die ganze Piste, total beliebt bin ich bei allen Skifahrern. Ja, man muss auch nicht, und wir haben schon gelernt von der Christine Berglund, Läufer, bleib bei deinen Leisten, wenn es darf. Ja, du hast da nur weh, das ist nichts gut. Genau. Ja. Das ist fertig, deswegen laufe ich lieber. Ja. Aber und du laufst lieber und du laufst ja auch immer noch sehr, sehr viel. Und am Schluss vom letzten Jahr bist du ja dann in Thailand gelaufen. WM. Ja. Überraschend oder geplant? Wie meinst du jetzt überraschend oder geplant? War es für dich überraschend, dass zu dir gesagt haben, hey, willst du WM laufen oder hast du schon drauf gespitzt, quasi, dass du in den Kader kommst? Das haben sie mir gesagt, eigentlich eh schon relativ, also es war jetzt nicht so spontan, das haben sie mir schon relativ bald einmal das gesagt gehabt und dann habe ich das einfach eingeplant im Laufkalender und ja, das war jetzt, das war, glaube ich, Anfang des Jahres dann schon. Okay, also du hast relativ früh gewusst, okay. Ja, das habe ich dann schon gut einplanen können. Okay, na weil ja die jetzt fürs 23er Jahr die tatsächlichen Nominierungen oder der veröffentlichte Kader, gerade weil das ja zusammen ist, relativ knapp vorher ist und bei den Bergläufern sind ja die Ausscheidungsrennen oder das Aufstellungsrennen, wenn man so will, ist ja ein paar Wochen vor der WM selber. Mhm. Das Jahr zumindest, was ja super knapp ist. Und im Trail ist es ja zumindest ein bisschen länger vorher, dass man weiß, wer in Frage kommt überhaupt. Ja, ja. Das heißt, du hast dich vorbereiten können. Wie war's? Ja, vorbereiten, ich meine, das ist natürlich, das ist ja ganz was anderes. Also Thailand, das in Österreich vorbereiten, ist sicher, das normale Training habe ich gemacht, das ist da. Und ja, es war
eine ziemlich coole Strecke, mir hat's richtig gesagt, weil es einfach im Dschungel, weil das ganz was anderes ist. Das kenne ich so nicht, da bin ich noch nie so gelaufen in einem Dschungel und das war einfach so ganz was anderes. Auch die Stimmung, die Details und so, das war richtig cool. Okay. Ich habe es sehr genossen, eigentlich jede Minute von der Strecke. Ja. Okay, cool, weil man hört von der WM so unterschiedliche Stimmen. Jetzt da, dass der Veranstalter sehr bemüht war, dass sie schon alles probiert haben, aber halt man merkt, dass das nicht einer Main-Business ist und dass dort, richtig, wo das Ganze stattgefunden hat, das war halt irgendwo mitten in der Pampa eigentlich. Ja. Und wenn man jetzt an der Organisation von, keine Ahnung, einer größeren Sportveranstaltung oder nimm jetzt da vom Trail ein UTMB oder ein Western States oder keine Ahnung, vergleicht, dann ist es halt anders gewesen. Mhm. Auch von der Coverage jetzt für die Zuschauer, weil du hast, also jetzt verfolgt und du hast halt vom Start ein Video gesehen und vom Ziel und dazwischen sind Menschen in einem Dschungel abgebogen. Ende. Ja. Und die Kommentatoren haben sich bemüht, irgendwas zu erzählen, nur da war halt nichts. Aber es ist cool, dass es für die Läufer, also dass es für euch lässig war. Also auf der Strecke war es total cool. Weil man läuft dann so, wir sind dann einmal so durch private Gärten gelaufen, wo die links und rechts da gerade gearbeitet haben im Garten und wir sind die Stiege da. Also es war einfach, ja, ganz was anderes. Ganz was anderes. Das gab es bei uns nicht. Ja, das, ich mein, also, ist ja. Wie glaubst du, dass es das Jahr wird? Also im Vergleich? Komplett anders. Also ich glaube, dass da so wird wie sonst da ein Rennen in Österreich. Also so ungefähr halt so. Natürlich eine viel bessere Stimmung und noch viel mehr Leute. Ja, das ist schon klar. Aber jetzt so von der, wie es aufgebaut ist und organisiert ist, denke ich mal, wird so sein, ungefähr wie heute halt in Österreich die Rennen organisiert werden. Mhm. Ja. Ja, also, ja, also ich glaube auch, dass dieser wie nennt man das, wie sagt man das so, dieses deutsche oder österreichische, akribische da sehr durchkommen wird, was meine eh gut ist, was in gut mancher ist, Seite, ja. Es muss ja nicht das rundherum schon zum Abenteuer werden. Ja. Weil es waren ja da, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, das Team von Uganda oder so, das sie in der Früh bei irgendeinem Lauf nicht zum Start gebracht haben, sondern ins Ziel mit dem Bus. Was? Und, ja, in Thailand ist irgendein Team, das war jetzt da nicht beim Trail, sondern beim Berglauf. Die wollten oben anfangen. Nein, die haben es einfach mit der Bus einfach zu falschen Stell gebracht. Also die sind nicht zum Start gekommen, sondern ins Ziel. Und das Ziel ist oben, ich, ne? Ich glaube, das war dann oben, ja. Gewesen, oder was hätten sie geplant gehabt? Nein, die haben ja nicht gewusst, wo sie hinfahren. Die sind einfach in den Bus eingestiegen und das war halt der Falsche. Und keiner hat es ihnen gesagt. Es ist ein bisschen schwierig. Aber sie haben es ja... Achso, nein, die sind... Nein, beim Up and Down waren zu stark. Ja, und ich glaube, die sind dann auch tatsächlich nicht mitgelaufen, weil es sie nicht ausgegangen ist oder so. Ja, da war keiner dabei. Also zumindest ist keiner unter die Top 3 gewesen und ich glaube, Uganda wäre unter die Top 3 gelaufen. Ja. Also das habe ich eh gewundert, weil beim Up and Down da am letzten Tag, da haben sie ja Platz 1, 3, 4, glaube ich, war so, war Uganda. Also, ja, genau. Also ja. Das war... Der zweite Platz, das war der Kenianer und süß, genau. Ja. Nein, das ist. Darum hat es mich gewundert, warum die beim Berglauf eigentlich nicht vertreten waren. Ja, aber ja, das, es ist. Ja, jetzt, okay, jetzt kenne ich mich aus. Ja, wie war das? Hier, genau, beim Uphill-Berglauf sind sie einfach mit dem Bus falsch geführt worden. Ja. Hast du Pech. Fliegst nach Thailand zu WM und. Ja, hast aber auch was zum Erzählen. Ja, die Geschichte. Die Geschichte merkst du. Das ist einzigartig, ja. Naja, und das Jahr bist du wieder gesetzt, du, bei der WM, auf dem Langen, also auf die 80 Kilometer. Jetzt als Heim-WM.
Ist es entspannter? Weil du jetzt da quasi, man, im Endeffekt, du kannst daheim schlafen. Auf jeden Fall. Du musst nicht irgendwo hinfliegen, du hast kein Jetlag und so weiter und so fort. Genau. Du kennst vielleicht die Strecken. Ja, oder, wollte ich gerade sagen. Großer Vorteil. Ja, großer Vorteil. Also trainierst du dann auch auf der Strecke? Oder Teile? Ja, dass machen. Du das also ich habe mir einen Teil schon angeschaut im Jänner, ja, was ich nicht für möglich gehalten habe, aber in dem Winter ist es gegangen, ja, dass ich da habe ich mir die letzten 40, also eigentlich ja knapp die Hälfte, habe ich mir angeschaut. Und den Rest werde ich dann, sobald der Schnee weg ist, werde ich da öfters reinfahren. Ja, na, also nutzen diesen einen Vorteil. Was glaubst du, wie viel Athleten oder Athletinnen vorher, weil ja Innsbruck super easy zu erreichen ist, sie vorher einfach einmal schon mal hinbegeben für eine Woche zum Trainieren? Weil nicht nur eine Woche. Da habe ich schon gehört, dass welche einen Monat hinfahren. Und also, ja. Nein, weil ich meine, gerade Italien, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Österreich ist ja von allen Seiten Autoreichweite unter einem Tag. Ja. Ja. Also bin ich gespannt. Glaubst du, tragt diese WM jetzt da auch ein bisschen dazu bei, dass dass die WM als WM wahrgenommen wird? Also das ist ein großes Ereignis innerhalb von dieser Community. Weil bis jetzt war es halt, Genau. Trail-Running, ja, was ist das genau? So Ultra-Trail, was machst du da? Was ist das? Da habe ich oft, also ja, es war so eine Randsportart. Und ich hoffe, dass das jetzt besser wird, ja. Ich gehe laufen. Aha. Ja, und genau. Was machst du nachher? Wie, lauf was machst du nachher? Nix. Dann ist der Tag vorbei. Genau. ungefähr. Nein, es ist aber immer noch so, wie ich es mitgekriegt habe, dass es jetzt da auch einige wirklich schnelle und gute Leute, die jetzt da sagen, okay, ich laufe lieber an Western States oder ich bereite mir auf was anderes vor, was halt in der Gegend ist, zeitlich, statt der WM. Glaubst du, ändert sich das die nächsten paar Jahre, dass sich das quasi fokussiert drauf und sagt, okay, wenn die WM ist, dann kommen wirklich alle Top-Athleten oder? Ich denke schon, man merkt es jetzt, ich meine, das liegt vielleicht jetzt auch ein bisschen an Land und an der Erreichbarkeit, also jetzt Thailand, waren ja weit weniger Starter als in Innsbruck, sicher, natürlich, das ist jetzt in Europa und gut zu erreichen für alle europäischen Länder, aber es ist, ja, ich weiß, viele haben dann gesagt, nein, nach Thailand, nein, da fliege ich jetzt nicht um die WM, das mache ich was anderes, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Und jetzt in Innsbruck sind aber schon deutlich mehr Athleten am Start und ich glaube, dass das noch viel mehr wird. Ja, nein, ich hoffe es, fahr da ja nicht so umsonst hin zum Zuschauen. Ja, kann er kommen. Auch wo man weiß, wo richtig gute Läufer, die gesagt haben, auf WM, nein, das ist jetzt eigentlich nicht mein Highlight, da fahre ich gar nicht hin. Und jetzt ist auf einmal ist das Highlight der Saison. Also, ja, das, ich meine, ich hoffe drauf, weil ich glaube, es fällt dann tatsächlich noch einmal eine WM in Amerika. Ja. Dass die dann quasi das auch als Highlight sehen. Aber ich glaube, dann kann das Ganze ankommen. Ja, so sehe ich das auch. Hat sich was geändert? Also hat sich, weil du jetzt so, also doch schon 2-3 Jahre echt weit vorn mitlaufst und viel druckmäßig von außen oder du für dich selber, also auch erwartungsmäßig, dass du sagst, jetzt sollte ich schon dort und da sein, oder wer anderer sagt zu dir, nein, wir glauben schon, dass du, weiß ich nicht, von mir lässt. Ja, so einen Druck von anderen lasse ich mir eigentlich nicht, den lasse ich mir nicht machen. Aber ist mir selber, ja, sicher. Da schaut man sich das an, die Starterlisten, und dann sagt man, ja, boah, das sollte man halt schon, das und das wäre möglich, und dann versucht man das halt auch irgendwie zu schaffen, und, also ich mir selber mache mir schon einen Druck, aber von anderen lasse ich mir das nicht. Also, wenn da irgendwer was sagt, das geht da rein und da wieder raus, weil das, sage ich, ja, mit sowas brauchst du gar nicht kommen, weil das ist, ich gehe an den Start, und
ich schaue, was passiert, und in dem Ultra kann so viel passieren, und so wie es läuft, so läuft's. Und wenn es nicht mein Tag ist und nicht mein Rennen ist, dann ist es halt so, und dann ist es halt nicht so ein gutes Ergebnis, und es ist halt ein besseres, und ja, ich weiß nicht, ich mache das Rennen. Ich bin einfach, glaube ich, auch besser, wenn ich so ganz ohne Druck an den Start gehe. Mhm. Und deswegen versuche ich möglichst viel, also das alles von außen, also von Dritte da eben zu ignorieren. Und ja, ich mache mein Rennen. Nein, ich stelle mir das immer oder zum Teil schwierig vor, wenn man jetzt da zum Beispiel die Andrea Meyer hernimmst, die einfach seit, weiß ich nicht, 10 Jahre, 12 Jahre beim Berglaufen ganz, ganz vorn mitspielt und schon so und so oft Weltmeisterin geworden ist oder das und das gewonnen hat, dass wenn sie dort antritt und dann jetzt vielleicht bei der Heim-WM, dass die Leute nachher sagen, naja, wir hoffen jetzt aber schon, dass du mit einer Medaille herankommst, gell? Jeder erwartet. Dass das dann halt schon, auch wenn du sagst, es geht einmal durch den Kopf durch und wieder aussieht, das ist schon Arbeit. Also ich glaube da, dass es gar nicht so leicht ist, das Backerl mitzumtragen oder es einfach zu ignorieren. Ja gut, das ist natürlich nochmal ganz was anderes, weil die schon zigfache Weltmeisterin ist immer da. Ja, da ist die sicher nochmal was anderes mit dem Druck. Ja. Weil da kommt von außen echt viel. Das meine ich eben, Man liest es überall, sie wird hernah, oft genug, also... Ja. Man ist jetzt da kein Fokussport dort quasi. Es ist jetzt nicht so, wie wenn du, weiß nicht, österreichischer Abfahrtsfahrer bist, wo nachher alle sagen, was? Bei wem? Ihr habt nichts gerissen oder weniger als erwartet, wo alle sagen so, jeder hey, wir sind Dritter geworden. Ja, du, ihr seid nur Dritter geworden. Ja. Also, <what? lacht> Nein, so ist es Gott sei Dank nicht. Nein. Es nimmt mich auch eh nicht so viel, aber wenn jetzt mal was sagt, wie gesagt, sage ich, mal bitte, lass mir das Thema, weil es reicht, wenn ich nervös am Start stehe. Ja. Und ja, aber das ist meistens gerade am Start, da bin ich kurz nervös und dann die ersten 10 Meter und noch, das ist alles vorbei, alles gut. Ist so ein WM-Wettkampf dann nochmal ganz anders wie unter Anführungszeichen normaler Lauf, weil bei einem normalen Lauf hast du ja einmal alles dabei. Da hast du, weiß ich nicht, die ersten 5 oder die ersten 7 sind super, super stark, wenn es beim durchschnittlichen Rennen, wenn es jetzt da, weiß ich nicht, der UTMB ist oder Western States, sind es nicht die ersten 7, sondern dann sind es die ersten, weiß ich nicht, 30, die richtig stark sind. Dann hast du ambitionierte Amateure von mir aus. Und dann hast du aber auch Leute dabei, die halt, wenn sie ins Ziel kommen, freuen sie sich. Kurz vorm Cut-off. Völlig wurscht. Und bei der WM hast du halt, da weißt du, jeder, der da ist, kann was. Ist das auch beim Start noch einmal ein ganz anderes Gefühl? Oder während dem Lauf? Oder blendet man das aus? Nein, das blendet ja aus. Das blendet eigentlich aus, weil das war in Thailand auch so. Ich habe gesagt, ja, ich starte halt mal und schau. Also ich mache das genau gleich wie jedes andere Rennen auch. Weil es bringt nichts, mich da jetzt nur nervöser zu machen, weil das, ja, ich sehe selber rausgekommen. Weil es waren ja auch genug Läufer, die ich nicht kennt habe, wo ich gar nicht gewusst habe, ja, sind die jetzt starke, sind die eher nicht so gut, weiß ich nicht. Also von dem her, einfach drauf loslaufen. Und das, was geht, das geht. Ich werde alles geben und ja, ich sehe es da nicht, was rausgekommen. Ja, was ich mich da auch fasziniert ist, wenn beim UTMB, wenn du da den Anfang anschaust, die laufen ja alle los wie die Gestörten. Also wie die Berserker. Und da warst du aber, okay, das sind die erste Statuen. Ja, ja, lass mal machen. Und bei einer WM stelle ich mir das so vor, der Startschuss geht und das ganze Feld läuft los wie die Gestörten. Alle. Ja, genau so. Ja. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass man dann wirklich sein Tempo geht, findet
und nicht sie von alle rundherum mitziehen lässt oder beeinflussen lässt, was da passiert rundum an, weil das halt auch so ein großer Plop ist am Anfang. Ja, aber das ist mir, ja, mit dem kämpfe ich auch oft, dass ich einfach nicht mein Tempo finde, weil man mitgemacht mit den Ersten und einfach das zu schnell geht. Aber das ist mir dann eben in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr eigentlich bei den Rennen ganz gut gelungen, dass ich mein Tempo von Anfang an eigentlich gemacht habe. Das war beim DDS so, ich habe mein Tempo gemacht von Anfang an. Und das war auch bei der WM so. Und okay. Ich habe die vorbeilassen, ich weiß, bergauf bin ich nicht so stark, bergab, da das liegt mir mehr, aber bergauf haben mich so viel überholt. Und dann habe ich gedacht, ja, ist halt so. Ich meine, läuft's halt vier. Ja. Ja, das hat mich jetzt nicht. Ich habe einfach mein Tempo gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt da mitziehe, dann bin ich oben, ja, oder spätestens nach 20 Kilometer, kannst du vergessen. Ja. Weil das weiß ich, das kann ich ja ungefähr einschätzen. Und dann somit habe ich mir gedacht, nein, ich könnte gern vorbei. Machst du das nach Gefühl oder machst du das nach Puls? Dass du sagst, nur nach Gefühl. Okay. Nur Gefühl. Ich schaue nie auf den Puls. Okay. Na, weil manche sagen ja, nein, ich weiß, wenn ich, weiß nicht, mit dem Puls laufe, dann passt das für mich bergauf. Und das halte ich durch und dann explodiere ich nicht. Und andere sagen, ich laufe nach Gefühl und dann geht das auch. Ja, nein, nur nach Gefühl eigentlich. Okay. Das schaue ich nie, ab dem Training nicht oder so. Ja, wobei, wenn man im Training so nach Lust und Laune trainiert und das auch aufgeht, dann muss man eh ein gutes Körpergefühl haben, weil sonst da geht es eh mit 180 gegen die Wand. Ja, also das hat eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert, dass ich im Ziel, dass ich gut umgekommen bin. Faszinierend. Ich bin immer noch fasziniert. Gibt es dann auch einen Moment im Rennen, wenn du jetzt sagst, von mir aus, nehmen wir einen 80er her, wo du sagst, okay, bis dorthin schaue ich, dass ich mein Tempo gehe und ob da lasse ich es dann laufen oder schaue ich, dass ich jetzt da attackiere oder weiter tue? Also wann kommt das Racing durch? Das hängt vom Höhenprofil ab. Okay. Weil da, wenn die Höhenmeter fast fertig, also wenn wir fast vorbei sind, sagen wir mal, wenn ich nur mehr Downhill habe oder hauptsächlich. Weil meistens ist es so, dass zum Schluss dann nur viel bergab geht. Ja. Oder mehr. Dass die Höhenmeter eher am Anfang sind, die Anstiege, ja. Und dann gegen den Schluss geht es halt eher bergab. Und das liegt mir und das taugt mir auch nach 80 Kilometer oder nach 150 Kilometer. Und da weiß ich, da kann ich Gas geben. Da wirst du aber vom UTMB wirst du auch Fetzen gerade haben. Aber deswegen schaue ich jetzt erst die bergauf, da muss ich mir das gut einteilen, sage ich mal. Mhm. Und dann, wenn ich weiß, okay, jetzt sind es nur mehr ein paar hundert Höhenmeter, aber wir sind schon dreistellig und nicht mehr vierstellig. Okay. Dann fange ich an Gas geben. Okay. Da geht es dann viel bergauf und da weiß ich, jetzt gibt es nur mal alles, weil das geht also, noch. Also im Prinzip, wenn man es jetzt ein klassisches Höhenprofil im Trailrunning, das eh nicht gibt. Aber also du, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, 10, 15 Kilometer vorm Schluss, vielleicht 20 Kilometer vorm Schluss, weil dann ist es meistens so, dass nur vielleicht noch ein Hügel kommt und das war's dann. Ein wirklicher Hügel, ja, da kommt ja. Genau. Irgendein Friedhofsschleifen, ziemlich unnötiges. Kommt aber immer sowas hast du immer dabei, das stimmt. Genau. Genau. Und das boxt aber dann schon und das geht ja noch. Aber ja. Das, wenn ich weiß, da hinten so ein 1000 Höhenmeter Anstieg oder noch mehr, da weiß ich, da darf jetzt nicht alles verballern gleich anfangen, weil dann schaffe ich das nicht mehr. Oder zumindest nicht so in der Geschwindigkeit, wie ich es normal mache und dann, ja. Dann ärgert es mich, dass ich davor mich da ein bisschen verausgabe. So. Und deswegen, das teile ich mir halt noch so ein, dass ich da gut drüber komme. Mhm. Dann geht's los. Und dann, okay, ja, dann Love Legere ist es dann beim UTMB. Ob dort geht's ab. Dann sind es nur mehr Downhill. Ja, aber Love Legere, das sind aber nur mehr ein paar Kilometer, gell?
Ja, siebene bergab. Super, vor 170. Naja, wenn du sagst, du darf kein 1000 Meter Berg kommen. Ja. In dem Fall ist der letzte auch 1000 Meter Hügel, was soll ich da sagen? Flecher, echt? Ist das so? Der letzte, also die letzten drei Hügel, die dort sind, sind jeweils 1000 auf wie 1000 runter. Ja. Aber das, nein, wir haben ja, das ist ja beim OCC, ist ja das die gleiche Strecke. Der OCC ist flowiger. Der CCC, der UTMB, die haben die gleiche Strecken. Ja, genau. Und ob, ich glaube, Champelac ist es. Ja, ja. Ob Champelac hast du dann drei Berg mit die ungefähr gleich vom Höhenprofil aus schon 1000 auf, 1000 ob, 1000 auf, 1000 ob, 1000 auf, 1000 ob, zu. Also überlege mir das nochmal mit 2024. Ich wollte das jetzt nicht vermiesen. Nein. Es ist so die, wo ich das eh wieder vergesse. Das ist eine gute Einstellung. Ganz sicher sogar. Außerdem, ich habe mir so schön geredet, dass ich gesagt habe, davor hast du den Col Ferret, das ist der höchste davor. Und sagst, jetzt habe ich den höchsten Berg erledigt, jetzt kommen nur mehr drei Hügel. Und mit dem, Mindset, das sind nur mehr drei Hügel, ist es gegangen. Dass jeder von diesen Hügeln ein Berg ist, das muss man ausblenden. Dann geht's. Ah ja. Einfach klar reden quasi. Ja, wir werden sehen. Rechnest du was aus bei der WM oder denkst du einfach gut durchkommen und fertig und schauen? Durchkommen, weil ich weiß, ich meine, in Thailand bin ich 30. geworden, also ich weiß, da, ich kann da nicht vor mitlaufen. Das geht sich nicht aus. Und deswegen, das ist eigentlich, da bin ich eigentlich eher relativ entspannt, weil da denke ich mir, ja, für mich geht es jetzt ums gut durchkommen, dass ich für mich eine gute Zeit mache, ein gutes Rennen habe, Spaß mache und mehr. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ja, somit. Das ist, ja, wenn, ja. Und also sprich, alles, was aufgeht und funktioniert, ist cool. Ja, das wäre. Und eben, da sind ja dann so viele Leute, die was man kennt, die was hinfahren und das ist natürlich schon Motivation, eine zusätzliche. Ja, ich finde ja spannend, dass jetzt da die Vorjahressiegerin, die Ida Nilsson? Ja, der den Namen gewonnen, oder? Nein, die. Die zweite waren? Blandin, Leonel. Ah, ja, richtig, die Blandin. Die hat gewonnen, richtig, die Ida Nilsson ist zweite geworden. Genau. Dass die das Jahr, so man sagt, nicht mitmacht. Was? Warum? Weiß ich nicht. Aber wer es wissen will, bleibt dran, wir werden es erfahren. Spoiler an dieser Stelle. Ja, aber deswegen habe ich gesagt, die WM ist offenbar nicht immer und nicht bei jedem noch so das Top-Race. Oder vielleicht ist es einfach, weil es jetzt knapp hintereinander sind, dass dann die Leute sagen, okay, jetzt machen wir was anderes auch wieder. Keine Ahnung. We will see. Was ist bei dir nach der WM am Plan? Hast du noch der WM am Plan? Fangen wir mal so an. Ich habe nur so wenig Plan irgendwie für dieses Jahr. Du hast den TDS? Aber, ja, der TDS. Also nach der WM. Also nein, nach der WM ist Andorra. Das hat sich jetzt nur spontan. Das hat sich jetzt noch ergeben. Also auch noch in letzter Minute, glaube ich. Dass ich da noch einen Platz gekriegt habe. Okay. Das ist jetzt doch noch was geworden. Das habe ich eigentlich schon wieder vom Kalender gestrichen. Wie lang, wie, und, also welchen davon? Also du redest vom Trail, das Trail Andorra bei UTMB. Ja, genau. Ja. Und da hat es ja auch divers, das D, also 50, 105, glaube ich, gibt es? 105, Kilometer? Ja, genau. 105, ja. Also in Langen? Ja. Okay. Genau. Der ist dann Ende Juni. Genau. Und dann war Juli. Juli ist Skyrunning Europameisterschaft. Ja. In Montenegro. Ja, und dann ist mal so ein Loch bis zum TDS.
Aber das Loch werde ich schon irgendwie stopfen. Ich bin überzeugt, dass sie da mindestens 3 bis 5 Rennen finden. Da findet sie schon was, falls man fad wird. Und dann nach dem TDS ist ja wieder ein Loch, glaube ich. August, September, es ist schon wieder ein Loch. Da habe ich dann überhaupt keinen Plan. Julian Alps ist sehr nett, muss ich sagen. Bitte? Julian Alps ist sehr nett. Ja, der ist eine Woche nach dem TDS, gell? Ist der so? Ich muss ja sagen, ich bin angemeldet. aber nur vom letzten Jahr. Weil letztes Jahr haben sie ihn ja angesagt, oder ja, den langen haben sie angesagt, den 100 Meiler. Ja. Wegen der 100 Kilometer war, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, war das härteste Rennen bis jetzt da überhaupt wettermäßig. Warum? Weil das Wetter scheiße war. Ach so, jetzt wegen, okay. Nein, das Rennen war eigentlich, also die Strecken, glaube ich, war super. Aber der eine Tag war Mist. Ja. Und da haben sie ja dann gesagt, haben sie ihn dann verkürzt irgendwie, oder? Oder nein, ich glaube, ja, die 100 Meiler haben bei den 100 Kilometer Leute mitlaufen können. Genau, so war es. Und bei den 100 Kilometer haben sie den Hochstuhl rausgenommen, den höchsten Punkt, sondern haben es weiter unten statt auf 2200 Meter auf 1700 in den Berg entlang geführt. Und dann bist du einmal nach oben gekommen und zu dem Zeitpunkt, wo du oben warst, hast du gewusst, warum sie es nicht nach oben gelegt haben. Ah ja. Weil plötzlich war Anfang September Schnee. Sturm. Und du kommst daher kurz. das ist semi. Brauchst nicht. Und das hat halt einfach ich war 15 Stunden unterwegs. Und von den 15 Stunden 20, glaube ich, war ich unterwegs, hat es 15 Stunden geregnet. Und nach 15 Stunden hat es aufgehört zum Regnen und 10 Minuten, nachdem ich im Ziel war, hat die Sonne gescheint und ich habe mir gedacht, jetzt muss auch nicht mehr. Jetzt ist mir schon wurscht. Jetzt könnt ihr mich gern haben. Aber zwischenzeitlich war es arg, vor allem der Untergrund. Also alle Videos, also wenn du es noch nicht gemacht hast, schau und hör dir die Folge an von dort. Die Videos von dort sind großartig. Das schaut aus wie in einer Gatschbobbahn. Also da hat sogar mir das Downhillen näher wirklich Spaß gemacht. Und das mache ich nochmal sehr, sehr gern. Okay. Aber die Strecken, also ich glaube, die Organisation und die Strecken sind so super. Und wenn es passt, zeitlich, schaut er den an. Der ist glaube ich, cool. Ja, wie gesagt, ich bin auf der Liste, aber das ist nur vom letzten Jahr, weil ich dann gesagt habe, nein, ich fahre da jetzt sicher nicht nach Slowenien, weil da, also bei dem Wetter und wenn es dann die halbe Strecken eh nicht laufen kannst, dann nein, das mache ich, das tue ich mir jetzt nicht noch. Und dann haben sie ja eh die Möglichkeit angeboten, dass man einen Startplatz eben fürs nächste Jahr kriegt. Mhm. Dann haben wir gedacht, na, das passt super, weil das inzwischen TDS und Julian Alpsmesser dann eigentlich 3 Wochen sein. Und jetzt haben sie aber die ganze UTMB-Woche ist jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Ja. Verschoben und Julian Alps ist eine Woche vorverlegt worden. 2 Wochen hast du jetzt da, es ist der 8.9. Ja eben, und der war aber letztes Jahr da am 17. oder so. Ja genau. 15., 16., ja. 17. Aber du hast den 28. August und dann 8.9. Also. Ja, weil ich meine, ja gut, weil ich ja dann nur eine Woche. Nicht, ja, genau. Ja genau, 2 Wochen, ist super. Nach dem TDS ein 100 Meiler, das ist Auslaufen nennt man das. Shake-out-Run. Genau. Nein, also ich stehe zwar auf der Liste, aber ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, dass ich nach 2 Wochen da oder 10 Tage da nach Slowenien fahre und dann 100 Meilen mache. Aber wie das ausgeht, hört ihr dann das nächste Mal, wenn die Esther bei uns ist und dann dazwischen noch einen Lauf eingeschoben hat, damit nichts sein kann. Ja, aber das heißt, du tust wieder, tatsächlich wird es wahrscheinlich wieder ein knackvolles Programm werden, das Jahr. Denk schon, also da kommt sicher noch, ja, wie gesagt, ich habe da einige Löcher und die ich nur füllen werde und ich mache das immer sehr spontan. Einfach nach Lust und Laune eigentlich. Und wie gesagt, die Fixpunkte habe ich halt, also die fixen Rennen und sonst alles andere ist einfach, das macht gut Spaß. Es ist ein sehr, 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 sehr empfehlenswerter und cooler Zugang, weil ich muss sagen, es ist halt
dafür, dass du so erfolgreich dabei bist, ist es ein super entspannter Zugang dazu und nicht dieses Hinfiebern oder Hinarbeiten auf irgendwas, sondern es ist so ein bisschen dieser, ach, das ist lustig, das mache ich, Spirit, das finde ich ganz, ganz erfrischend. Ja, also habe ich eigentlich seit Anfang an habe ich das eigentlich so gemacht. Und ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Genau. Deswegen, warum soll ich das ändern? Also da wird dir wahrscheinlich auch kein Trainer großartig widersprechen. Ja, und wenn da keiner widerspricht, dann würde ich sagen, schau mal, was denn so kommt. Wir werden dich definitiv stalken bei der WM, weil da dürfen wir ja die ganze Woche vor Ort sein und da werden wir schauen, wann wir die und wo wir die vor die Kamera und vor das Mikro kriegen. Und bis dann, freut es mich sehr und ich bin schon sehr gespannt, was bis dorthin Neues so passiert. Ja. Ja, dann lassen wir uns alle überraschen. Ja, genau. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch danke. Hab mich gefreut. Ciao. Cool, ciao.